Und herzlich willkommen zurück. Wollt ihr uns jetzt da zur Tür hinführen, oder? Okay. Gut, da hätten wir das auch geklärt. Die Tür ist nicht passierbar. Da ist ein Schalter. Und sind wir oben in die Etage. Wollen wir hier sein? Ich scheine noch nichts geweckt zu haben, also gehe ich dann doch lieber erstmal hier lang, I guess. Das ist übrigens ein Schalter. Ich sag mal nö. So, da sind wir in der oberen Etage und ich glaube, hier passiert jetzt irgendwas. Wir haben alle Waffen auf Anschlag. Auch nachgeladen, okay. Bei den ganzen Türen kommen wir immer wieder vor, wie bei, nicht Half-Life, Silent Hill. Das hat halt richtig dieses Silent Hill-Feeling. Nur halt in besser. Weil moderne Engine und so. Ihr versteht schon. Dass bei jedem immer das Bad so extrem verschwundet ist. Was haben die Leute gegessen, damit die Toiletten immer so aussehen? Einmal nackern. Ist ja... Was ist das Schwarze da an der Tür? Aua! Ach so. Da war bloß die Palette durch. Ja gut. Was? Ah. Ach so. Bloß ein bisschen Secret. Ist das da ein Messer? Nein. Das Messer wollte ich nicht. Messer braucht keine Sau. Weg damit. Oh, ich bin doch dumm. Das Dreier Magazin hätte ich voll mit dem und das Zweier voll mit dem kombinieren können. Hätte ich zwei Achter gehabt. Wo ist der Master Key?
Ich glaube, wir sollen um Teufel komm raus nicht die anderen töten. Die Frage ist, müssen wir denn den Schalter überhaupt umlegen oder sollen wir den denn gar nicht umlegen? Da oben. Ah, guck mal. Sollen wir hier lang können? Ach, hier ist ein Weg. Ah. Okay. Oh, ein Axtgriff. That's not bad. Was ist hier in dem Raum aber nichts, ne? Gut. Dann gehen wir mal den Gang hier lang. Gezückt mit der Pistole. Ich höre was. Aha. Oh, das ist aber fies. Wenn ich jetzt einen Stein reinwerfe, komme ich an den Stein später gar nicht mehr ran. Ich speichere mal, gucke, ob es überhaupt funktioniert. Ich bitte meinen Schein zurückhaben. Okay, leg mich. Ich kann keinen Schein zurücklassen. Sorry, Leute. Danke. Ist auch nur fürs Stein. Scheiß Steine. Dass man da nicht durchkrabbeln kann. Leute, hier passt locker ein Mensch durch. Was ist los mit euch? Okay, mehr ist hier nicht. Wo geht's denn jetzt da lang? Okay, der blockt mich. Oh Junge, hör auf zu rauschen. Gott, YouTube verklagt mich noch für die Bitraten. Gut, das heißt, nach links soll ich nicht. Oh. Alles Wodka? Ach, leg mich doch. Fort Oses Outsider Report, Januar 1991. Construction started on the small island in mid-1963. The island will... ever? The island was divided into two towns, the north and the south. The north house a deep mining complex. Was? Ah ne, the North housed a deep mining complex. The South housed the 2000 or so citizens that lived there. Its most notable export was coal. However, the mine officially closed in January 19... Da wurde ich geboren. 1994. And the island was cleared of inhabitants by June. Today, its most notable feature are the abandoned and still mostly intact concrete apartment buildings. The whereabouts of the citizens of Walswith is largely unknown. Gut, der letzte Satz, wie das whereabouts, das Wort sagt gerade irgendwie gar nichts. Aber egal, ich muss mal durch. Konstruktion startet. Auf dem kleinen Island. Klein Island, auf dem kleinen Insel? Ja, 1963. Die Insel ist in zwei Städte unterteilt, Nord und Süd. Im Norden war hauptsächlich das Mining-Komplex anwesend, also die Mine halt. Und im Süden hausten 2000 oder so Zivilisten. Am erwähnenswertesten war was? Genau, am was hab ich gerade gesagt?
Am erwähnenswertesten war der Export von Kohle. Allerdings ist die Mine offiziell 1994 geschlossen worden, im Januar. Und die Einwohner wurden bis Juni gecleared, also weggezogen, also wurde halt evakuiert. Heutzutage ist das Erwähnenswertste die nach wie vor weitestgehend intakten Apartmentgebäude, die aus Beton sind. Und wie gesagt, ist da unten, keine Ahnung. Ich schätze mal, die mit Whereabouts sind Hinterlassenschaften gemeint, ne? Keine Ahnung. Weiß nicht. Ja. Hier sind wir. Hallo. Ich bin eins Berliner. Weil ich finde es aber interessant bei solchen Spielen immer, dass man am Anfang gar nicht weiß, dass es überhaupt sowas für ein gutes Ende gibt. Ja, weil ich habe das Spiel am Anfang einfach gespielt und die Viecher, die den Weg blockiert haben, habe ich natürlich einfach mal abgeschossen, weil er es uns ja gesagt hat. Och nö, ist so ein Viech. Leg dich schlafen. Du kleines Drecksviech. Ja, wie gesagt, da wusste ich halt gar nicht, dass es überhaupt ein anderes, alternatives Ende gibt. Und dass man da halt spezielle Sachen machen muss, um das zu erreichen. Und dass gerade nicht die Sachen sind, die er einem sagt. Das musst du halt auch erstmal wissen. Ansonsten kommst du halt gar nicht auf die Idee. Da ist ein Gang und da ist eine Tür. Da ist auch hinterher ist auch eine Tür. Ich schätze mal, wir gehen jetzt mal hier rein. Und ich höre Geister. Und wo geht's da unten lang? Achso, Messer. Hier geht's auch irgendwo lang. Allerdings nur in den kleinen Raum. Mit ein paar Äpfeln. Master Key required. Oh Gott, Alter. Wenn wir den Master Key haben, müssen wir nochmal überall lang. Und die Map ist jetzt zum Glück eine Scheiße riesig. Vor allem werde ich mir halt niemals merken, wo wir überall hin müssen. Das wird ein Spaß. Wir werden die meisten Secrets in diesem Level wahrscheinlich überhaupt nicht erfahren. Oh. Meine Mindset-Server starten wieder alle neu. Es ist 2 Uhr. So, wo ist dieser Geist? Da unten in der Mine ist der Grund für all das. Vielleicht finden wir da auch die Lösung. Gesprochen wie ein Hollywoodstar. Dann lehnt doch einer irgendwo dran, oder? Es gibt so viele Wege. Oh Mann. Müssen wir schon rein oder nicht? Hier geht es noch weiter runter. Warum gibt es in dieser Stadt keine Map?
Warum kriegt ihr jetzt schon wieder so viele Schüsse? Habe ich jetzt gerade ein ganzes Magazin gebraucht? Hä? Hey. Manchmal brauche ich für die nur einen Schuss und manchmal brauche ich für die immer zwei Schüsse. Was zur Hölle? Ah, leck mich doch. Oh, mein Sohn. Das ist so random. Hier geht es natürlich auch weiter. Warum geht es hier überall weiter? Jetzt brauche ich wieder nur zwei Schüsse für den. Ihr wollt mich doch verarschen. Oh. Der hier kommt mir bekannt vor. So rein fromm die optischen. Ich glaube, wir sind hier also richtig. Ich hoffe es einfach mal. Ah, schön viel Munition, so muss das sein. Können wir bald wieder auf alternative Waffen umsteigen? Weil langsam gehen uns die Patronen für die Pistole auf, ne? Wir haben für den anderen gerade mal 216. Das ist jetzt auch nicht so viel, muss ich dazu sagen. Wir brauchen echt ganz schön viel Munition. Das gefällt mir so ehrlich gesagt gar nicht. Wenn ich mal ehrlich bin. Und wir haben die Sekt. Ja, wir haben über 100. Uhu. Wir haben das Spiel durchgespielt, Leute. Jetzt bekomme ich Fame. Und Geld. Und Nutten. Ne, ich will keine Nutten. Ich will zwar ein Harem, aber nicht aus Nutten. Was ist denn das für ein Mann? Also waren wir doch nicht richtig. Ich dachte, vielleicht kriegen wir hier den Master Key oder so. Wo zur Hölle bekommen wir den Master Key her? So, jetzt habe ich mal absichtlich nachgeladen. Und verbinde mal das 2er Magazin hier mit dem 6er Magazin. Oh, das war ein 5er Magazin. Verdammte Scheiße. Na egal. Wo zum Fick geht's denn bitte weiter? Hier geht's ja auch nicht weiter. Ah, hier geht's noch lang. Okay. Jetzt geht's alles schon wieder nach. Och, komm. Hallo der. Wer da auf dem Ding gelehnt ist und. Ja, weiß nicht. Wie mit irgendjemandem unterhält oder. Einfach nur seinen Arsch rausstreckt. Hey. Okay, wir gehen mal hier rein. Oh, guck mal, was es hier so gibt. Offensichtlich wissen wir das. Ne. Ich erinnere mich an diese kleine Isotop hier. Hier sind wir richtig. Hey. Hier sind wir Gold hier richtig. Das hier ist das Zentrum. Hier beginnt alles. Da meins nach da. Okay. Dann gucken wir mal, wo wir reinkommen. Master Key war klar. Mhm. Oh, hier ist Radio. Wait. Oh. Und der Bildschirm fängt an, grisslich zu werden. Oh, ist das geil. Gut. Dann packen wir dich mal weg und nehmen wir stattdessen
Das hier. Die kleinsten Pillen der Welt. Wobei wir schon 124 von haben. Leck mich am Arsch. So. Denn hier... Verlieren wir schon Leben? Es beginnt. Okay, Guys. Das heißt, weg mit dir. Revolver. Ja. Okay, hier kommen wir her. Was hatten die nochmal zu bedeuten? Was willst du uns sagen, mein Freund? Nee, dann wieder am Anfang. Ist nicht ganz. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Ich gehe mal hier. Da war gar nichts. Also in die Richtung kommen wir dann nach vorne zum Anfang. Da kommen wir auch zum Anfang. Da kommen wir auch zum Anfang. Und das ist offensichtlich falsch. Hier geht's auch wieder zum Anfang.
das mit diesem Kopf hier zu tun. Leute, ich blick's nicht wirklich. Ich komme immer wieder hier zu der Position, wo es zum Anfang zurückgeht. Bin ich wieder am Anfang? Ich verstehe halt auch nicht, ob er mir irgendwas symbolisiert oder sowas. Vor allen Dingen, die Frage ist halt auch, wenn was, was dann? Wie gesagt, wir haben ja jetzt auch schon alle Wege probiert. Da gehe ich wieder zurück. So geht es auch wieder zurück. Da ist er wieder. Da geht es zurück. Da geht es direkt zurück. Da geht es um die Ecke und dann zurück. Hier geht es gar nicht lang. Hier ist er dann jetzt auch wieder zurück. Da ist bloß der Kopf. Ich verstehe nicht genau. Abschließend auch nichts. Jeder vierte macht das auch nicht. Ja. Ich verstehe nicht genau. Wo wir hin sollen. Mir auch nicht. We have changed something. Aha. Ich habe keine Ahnung, was wir gemacht haben. Ich habe überhaupt keinen Plan, was wir gerade gemacht haben, warum es gerade funktioniert hat. Ich bin komplett überfragt, aber scheinbar habe ich irgendwas gemacht, was dem Spiel gefallen hat. Von daher sehen wir uns dann zur nächsten Folge dann wieder. Ich weiß nicht, ob ich heute, ich glaube, ich mache für heute Feierabend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Folgen sollten eigentlich erstmal reichen. Bis dann.